Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videotutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge schauen wir uns an, wie man einen solchen animierten Splitscreen erstellen kann. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, wir starten hier mit einer neuen Sequenz hier in Full HD und ich ziehe mir hier drei verschiedene Videos, und zwar nur die Videos rein. Hier dieses auf die Ebene 1, dann diesen Clip auf die Ebene 2, weil der soll dann in der Mitte in etwa sein, und dann noch dieses Video hier auf die Ebene 3. So, dann schneiden wir uns hier den Clip mit Command C aus und löschen hier den Rest, sodass wir alle drei gleich lang haben. Dann suchen wir uns in den Effekten die Effekte unter Transformieren zuschneiden und den Effekt Transformieren. Hier ist wichtig, dass wir jetzt auf jedes dieser drei Videos zuerst mal den Transformieren-Effekt legen. Mit einem Doppelklick drauf und unten das Video markieren, wird das darauf angewandt. Dann als zweites legen wir uns den Zuschneiden-Effekt hier drauf, auch wieder Doppelklick, Video markieren, Doppelklick und Video markieren, Doppelklick. Dann starten wir hier mit diesem ersten Clip hier. Das ist die oberste Ebene, den wollen wir ganz nach links nehmen. Ich gehe hier mal auf die Effekteinstellungen und gehe hier auf Zuschneiden. Jetzt liegen hier die Videos alle übereinander. Und ich markiere mir hier das erste Video und gehe hier, dass das nach rechts geht, hier auf rechts und gebe hier 66,6% ein. Dann geht das hier, seht ihr hier, ganz nach rechts. Als nächstes muss ich nun hier, damit das Bild wieder hier in etwa mittendrin ist, das anpassen. Hier darf ich ja nicht die Ankerpunkte verändern. Wenn ich die trotzdem verändern würde, kann ich die hier wieder mit diesem Zurücksetzen-Knopf wieder rücksetzen, sondern hier schieben wir das hier mal so rüber, dass wir das hier in etwa so drin haben. So, das wäre dann mal der erste Teil gewesen. Dann schauen wir uns an diese in der Mitte. Das wäre dann dieses Video. Das wollen wir hier links und rechts schneiden. Das schneiden wir hier 33,3. Das sehen wir jetzt nicht, weil hier das andere Video drauf liegt, aber wir sehen jetzt hier trotzdem, dass das hier geschnitten wird und das untere Video jetzt hier nach vorne kommt. Das schneiden wir natürlich jetzt hier auf beiden Seiten und rechts auch noch 33,3, also ein Drittel so. Und schon haben wir hier das Video in der Mitte. Hier müssen wir das Ganze nicht groß anpassen, da sie hier schon in der Mitte ist. Also brauchen wir hier das Transformieren nicht bei diesem Video. Hier könnte ich das dann auch anpassen, wenn das in die Mitte geschoben werden muss. Jetzt haben wir hier noch das letzte Video, das dritte. Das wollen wir ganz nach rechts schieben. Also müssen wir das links 66,6 schneiden. Und wenn wir jetzt die beiden anderen hier ausblenden, dann sehen wir, haben wir das hier wieder nur ganz links. Auch hier müssen wir das natürlich verändern, damit hier das Girl, das wir in der Mitte haben wollen, so in etwa in der Mitte haben. Schieben wir das hier rüber so und blenden die beiden anderen Ebenen wieder ein. Und wir sehen, dass das jetzt hier in etwa so gut läuft. So. Als nächstes will ich hier neben den Videos einen schwarzen Streifen haben. Dazu gehe ich hier unten auf das Rechteckwerkzeug und ziehe mir hier ganz ein schmales Rechteck hier auf. So.
in etwa, schiebe das mir hier noch etwa hier in die Mitte, so. Dann wechsle ich hier rüber auf Grafiken und gehe hier auf Bearbeiten. Jetzt habe ich hier diese Form 1 drin. Und da ich dies zweimal brauche, mache ich hier Duplizieren. Dann habe ich die Form zweimal drin, ziehe sie mir einmal hier rüber auf das nächste. In etwa so. Dann gehen wir hier wieder rüber, so. Und wir spielen das mal ab. Und speichern hier diese Grafik hier genau schön über dem Video. Und schon haben wir hier einen Splitscreen mit zwei wunderschönen schwarzen Streifen drin. Als nächstes wollen wir hier das Ganze natürlich einblenden lassen. Es soll ja einen animierten Splitscreen geben. Dazu fahre ich hier mal rüber auf den Programmpunkt, wo sie in etwa drin sein soll. Ich denke hier, bevor das mittlere hier sich anfängt zu drehen, will ich das reingefahren haben. So, und wir gehen hier auf die Effekteinstellungen. Jetzt klicken wir hier auf das oberste. Das wollen wir nochmal sicher sein, dass das ganz links ist, jawohl. Und das rechte, jawohl. Das sollte eigentlich das unterste sein, jawohl. Und wir schließen mal hier das Transformieren und das Zuschneiden und gehen hier auf Bewegung. Und setzen hier bei dem ein Keyframe. Auch hier beim zweiten schließen wir das Transformieren und das Zuschneiden und gehen auch hier auf die Position und setzen hier auch ein Keyframe. Und dann hier beim dritten auch noch schließen wir das Transformieren und das Zuschneiden und setzen auch hier einen Keyframe. Dann fahre ich mit dem Ganzen hier nach rechts. Ganz an den Anfang und diese beiden, das linke und das ganz rechte, soll nach, von unten nach oben kommen. Ziehe ich mir das hier mal nach unten, bis das ganz draußen ist. So, dann wechsle ich auf das andere und ziehe hier das auch ganz nach unten, bis es draußen ist. Und dann wechsle ich hier zum oben. Und das sollte dann von oben nach unten reinkommen. So. Nun können wir das Ganze mal abspielen. Und schwupp, schon haben wir hier ein wunderbar animiertes Split Screen. Noch einmal. Wunderbar schön animierten Split Screen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Tutorial zum Erstellen eines animierten Splitscreens gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr sicher kein weiteres Video mehr. Wir sehen uns sicher wieder in einer Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!